Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir waren jetzt in der Abkürzung des Krabbelers und wir gehen jetzt zur Höhle des Webers und unsere Aufnahmen laufen. Beide. Diesmal wirklich beide, ja. Da ist ein Kaninchen im Wasser. Kaninchen-Nazi! Alter, stirb! Ich hab's geboxt. Ich hab's geschlitzt. Aber man muss Nazis boxen und nicht schlitzen. Ja, ich habe aber gerade die Hände nicht frei gehabt. Mir leid. Was kommst du jetzt zu mir, Katze? Ja, leg dich auf die Tastatur. Das ist gut. Ja, das machst du gut. Schöne Katze machst du das, ja. Ach, das ist da vorne, das. Man sieht's richtig da, ne? Diese Greiferchen. Ja. Bevor wir da reingehen, kannst du mir deine Pfeile geben. Ja. Kann ich machen. Und hast du genommen? Jo. Dann kann ich mich von diesem Wildfleisch auch mal trennen hier. Na, ich weiß ja nicht, was uns da erwartet, falls uns wieder eine große Spinne da erwartet. Dass ich auch auf jeden Fall genügend Schlangenpfeile habe. Ja, ich bin gespannt. Also, da kommt schon so. Oh. Ich hätte gleich einen Ritter auf und kann diesen Arsch steigen. Musik klein und verspätet überhaupt. I don't care. Was ist verspätet? Die Musik, die Kampfmusik hat gerade bei mir ein bisschen verspätet eingesetzt. Los, komm her. Schüchtern. Komm. Ah, kommen aber viele. Ein bisschen Licht hier. Na, komm auch zu mir. Wo willst du hin? Du bist überlastet? Was habe ich denn gerade genommen, dass ich überlastet wurde? Scheiß Spuckespinne. Ja, ich weiß, dass es mehr bringt, wenn ich die Spinnen mit der Sichel... Oh. Ich sehe was, was du auch siehst. Ja. Klettern nicht möglich. Soll ich dann da hinkommen? Fliegen. Flieg doch. Warte mal, ich habe eine Idee. Vasen bauen? Oh, geht auch nicht. Der ist gedacht, indem man selbst eine Spinne ist. Weil sie hier so hoch springt. Geronimo, warum kann ich ja nicht klettern? Aua! War knapp. Wenn er wenigstens ein bisschen klettern könnte hier. Wenn die von hier oben so runter rast, weißt du? Ja, es sieht gut aus, aber ich weiß nicht. Das ist doof. Hab keine Schnauze voll. Lass Truhe, Truhe sein, so. Fick dich, Truhe. Richtig. Pass auf, dann kommt man extra hier nochmal her, um irgendwelche Teile zu bauen zu haben, weißt du? Und dann kriegst du die Info. Dann kann man nicht bauen. Ja, genau. Genau das wollte ich. Da muss man irgendwo hinhüpfen. Oh, scheiß Hüpfkacke.
Oder hier keine Assassin's Creed oder so ein Mist. Alter, spuckst du mich an? Alter. Ja, du musst dich um die Rotzer spinnen. Auf jeden Fall können wir gut Seide herstellen, wenn wir hier raus sind. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe, die sieht cool aus, aber... Ja, da unten ist die Arena, wo wir vorhin waren. Ah, das Schwere haben wir gleich als erstes gemacht. Und, Alter... Ah. Das ist die Alter, willst du mich verarschen? Grüner Kristall? Was ist das? Oh Gott, jetzt bin ich da fast runtergeplumpst. Das alles für einen grünen Kristall. Was ist das? Ach ja, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, hä? Scheiße. Das war jetzt ein Satz mit X. Ich hoffe, der grüne Kristall ist ganz wertvoll. Das hoffe ich auch. Ah, fuck. Ich bin jetzt in der Arena wieder. Dann sehen wir uns draußen, würde ich sagen, ne? Ja, ich hoffe nur, dass... Soll ich dich nochmal mit einem Halbpfeil abschießen oder so? No, brauchst du nicht. Ich esse einfach was. Okay, dann sehen wir uns draußen. Bis gleich. Ich hoffe nur, dass der Boss jetzt nicht spawnt. Aber mehr war das da in der Höhle nicht? Ja. Nicht, dass es noch einen anderen Weg gibt, den wir nicht gesehen haben. War ich noch eine Fettraube? Ist alle Fettrauben weggenascht. Verdammt. Waren so lecker. Meinst du? Wenn wir jetzt hier irgendwie hochgehen, da könnte tatsächlich noch Zeug sein, das wir noch nicht kennen. So, machen wir das doch gleich. Dann lernen wir es kennen. Ich versuche hier nur rauszukommen gleich. Also jetzt mehr in meine Richtung hoch oder mehr in deine Richtung? In meine Richtung nach Süden. Dann komme ich gleich dann in deine Richtung wieder. Im Fluss. Jetzt habe ich die Schnauze voll von euch Kackspinnen. Killt euch selbst. Bin ich den ganzen Tag Zeit. Merk grad, die sind aber verdammt schnell. Hey. Ich leg mich in den Fluss schlafen. Oh. Die stellen sich mir in den Weg. Sieht ein bisschen aus wie ein Geist. Ob du mich findest. Ich bin im Tarnmodus. Also muss ich hier raus. So. Weil das so schön war, renne ich den Weg da nochmal lang. Du bist jetzt noch am Eingang, oder? Mhm. Und du musst mich finden. Ich bin versteckt. Ah, meine, die steht hier in der Nähe, von daher sollte es nicht allzu schwer sein. Ich sehe dich. Da ist ein Fisch. Ey! Ey! Hab den Fisch gesehen. So, wo müssen wir hin? Na, hier diese Ebene da, F6 sozusagen. Okay. Also es sieht so leer bei mir aus. Kann ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was ist oder so. Ich
habe den Eindruck, dass wir uns das noch nicht angeschaut haben. Und wenn da nichts ist, dann wissen wir hinterher, dass da nichts ist. Spinn. Teil der Spinne hier. Naja, so kam man an Chitin. Ja. Oh, es könnte doch da so fast schon hier im Weg sein, ne? Mhm. Da oben sind so große Bäume und hier Zellen. Guck mal, da ist so ein Türmchen. Spinnen. Es scheint aber doch nur ein langweiliger Torbogen zu sein. Ein Dutz. Die Sklavenstraße habe ich hier. Eine Straße. Mehr ist hier nicht. Ach, das geht's. Es ist ein. Die Straße führt quasi zu einem Eingang in die namenlose Stadt. Ah, okay. Ah! Autsch. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Schade. Ach, hier ist auch die Reichsstraße. Gleich daneben. Ich da mal mit in die Richtung. Es scheint eine wirklich große Straße gewesen zu sein. Ja, es ist eine große Straßenkreuzung hier. Hier rechts weiter musst du. Da kommst du auf die Reichsstraße. Und gleich dahinter ist die Berliner Straße. Aha. Die Straße ist 17. Juni. Ja, genau. Jetzt haben wir hier was entdeckt. Was liegt denn? Ach, da. Ja, ich dachte mal, ich gehe ein bisschen auf die Steine, um zu gucken, ob es hier vielleicht doch irgendwie für irgendwas einen Eingang gibt in so eine Höhle oder so. Was war das denn hier? Man da links oben hinkommt. So. Da oben. Ja, sieht so aus, oder? Könnte klappen. Da müsste man vielleicht da hinten irgendwo hochklettern. Links. Hm. In der namenlosen Stadt, ja. Kann ja uns mal da auf. Man kann hier so am Rand hier mal hochklettern, gucken, ob das funktioniert. Weil das sieht so aus, als ob man da ein, zwei Mal Pause machen kann. Man kann sich ja vorher nackig machen, damit man besser klettert. Ja, auf einen Zug schaffst du es nicht, aber ja, nackig ist mit dabei. Du hast mich runtergeschubst. Was? Ich wollte mich doch nur nackig machen. Und nicht schubsen. Oh, die Sonne geht unter. Oh, ich will nicht im Dunkeln klettern. Mag ich nicht. Oh, das ist hier scheiße, da muss ich hin. Platz mit dem Inventar. Aha, Helm und Schuhe lässt er an. Ich hoffe, dass es das Leichte ist. Nee, Junge, hör auf. Halt, stopp, du musst mehr links. Ah, oh, fuck. Ja, da hast du ein bisschen Vorsprung, weißt du? Oh, Junge, kletter. Genau, so habe ich mir das gedacht. Ausruhen. Mathilde auf den Arsch gucken. Tick, 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 tick.
Wenn du da so vor mir rumkletterst. Was willst du behaupten, dass ich dir auch auf den Arsch geschaut hätte? Das weiß ich nicht. Das würde ich nie denken. Ich hoffe, da ist kein Gegner. Das wäre jetzt echt peinlich. Ja, sieht schon irgendwie hier so gewollt aus, oder? Mhm. Pass auf, hier gab es bestimmt auch einen einfachen Weg, um hier hochzukommen. Bestimmt. Wollen wir hier erstmal nach in die Richtung runterlaufen und gucken, ja. Und gucken, wie weit das ist? Ja, ganz kurz nur hier runter und gucken, ob es hier wirklich... Weil das ist ja sowieso der Heimweg eigentlich, ne? Wenn wir da lang gehen. Ja, man kommt hier runter. Das ist so... Ah, es ist auch wieder easy peasy. Du glaubst es nicht. Wir machen es immer so umständlich, aber... Bevor ich außen rumlaufe und hoffe, dass da vielleicht irgendwas ist, kann man ja auch mal... Ja, gucken klettern. Wir mal, wie weit wir auf dieser Mauer kommen. Ja, vielleicht finden wir hier was Tolles auf der Mauer. Eben. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Hain. Okay. Zieh dir mal den Heinrich an, wie der Heinrich tanzen kann. Ernüchternd bisher. Oh, da ist ein Skelett. Ja. Also ein einfaches Skelett hauen wir doch wohl weg. Ja. Legt sich mal wieder schlafen? Warte mal. Knie nieder. Nee, doch nicht. Oh! Das ist ein Kuppelkopfskelett. Ja, aber guck mal, haben wir schon so ein bisschen. Okay, da hatten wir auch schon so ein bisschen. Oh, sag den! Jetzt muss ich erstmal was essen. Heilung beendet? Ich hab grad was angefangen. Weil du getroffen wurdest. Doch, er ist gerade angefangen zu essen. Da esse ich nochmal. Heil dich. Mathilde, erleuchte uns den Weg. Hm. Leider ist es jetzt scheiße dunkel, dass man nicht sieht, wie toll dieser Turm aussieht. Voll doof. Wir wissen, wo dieses hinführt. Ach, hier geht's auch wieder runter. Und wo geht's hin? Wo? Oh. Hier bei mir. Ach, da. Ah, so eine richtige Treppe. Ja. Ich glaube, hier geht's gleich nicht mehr weiter. Das ist ein Thron? Doch, hier hinter. Habe ich auch gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Thron. Hm. Kann ja auch sein, dass hier irgendwann noch irgendwie Geister rumtanzen. Ja. Aber hier ist Ende. Hier ist Ende Gelände. Toll. Also man kann hier hinlaufen, aber hier ist nichts. Das ist genau. Irgendwie cool. Auch, willst du springen? Ich glaube nicht, dass der Fluss tief genug ist. Nee, ich springe nicht. Ja, kann ja noch ein bisschen in der namenlosen Stadt rumlaufen. Oder willst du springen? Auf keinen Fall. Ist auf jeden Fall noch, sehe ich, Zuflucht des Priesterkönigs. Was ist das Ding? Ey, Katze, ich glaube, du hast... Was ist da dieser große Turm vor uns?
Der, wo, welcher Turm? Entschuldigung. Hat mich aufgepasst. Dieser Turm, der direkt geradezu ist, ja, hinter mir. Das ist die Zuflucht des Priesterkönigs. Königs. So. Das heißt, wir müssen aber hier erstmal irgendwie runter. Ja. Da hinten war ja irgendwo doch eine Treppe. Ja, hier auf der rechten Seite gleich. Es wird langsam wieder heller. Schön, 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 schön. Ich hätte hier ein bisschen mehr erwartet. Ich auch. Das ist irgendwie die Mauer der toten Hosen oder so. Was war das denn gerade? Keine Ahnung, es klang gruselig. Oh, Riesenschlange. Am Eingang. Kriegen wir hin. Schlange! Oder geht das gegen deinen Glauben? Nicht, wenn die Schlange uns angreift. Und mein Glaube ist auch dein Glaube. Warte mal, ich will mit dem Hackmesser. Ja, hack doch. Ich muss das erst ins Inventar ziehen. Ich hab nämlich Dämonenblut gekriegt. Ja. Mhm. Die Schlange ist verseucht. Von Dämonen. Und darum durften wir sie töten. Dämonenschlangen sind niedrige Schlangen. Verseuchte. Hm. Okay. Kommen wir da jetzt nur hin zum Tempelchen? Ich glaube, hier der Kartograf hatte uns doch auch von dem Dämon, von dem Priesterkönig erzählt. Oh, meine ich, Katze, ich fütter dich nach der Aufnahme. Lass das sein. Mädel? Ist da jetzt wieder der Eingang? Das ist die Frage. Also man kann da bestimmt hochklettern, ne? Ja. Es geht bestimmt. Oh Mann. Du kleines Monster. Hm? Komm mal her. Du kleines, kleines Monster. So. Ja. Möchtest du Abendbrot? Wir wollen nur den Priester besuchen, danach füttern wir dich. Oh, da ist ein dickes Kroko. Ah. Da renne ich doch glatt drauf zu. Ja. Schwer. Na, habe ich ganz noch nicht den Weg gefunden, den optimalen Kletterweg? Ich laufe hier jetzt einfach mal trotzdem drumherum. Ah.
Aber das sieht nicht so aus, als ob mich das wirklich weiterführt. Das ist ganz schön hoch. Aber warte mal, aber da ist ein Durchgang. Was bist du hier für ein Gebilde? Bist du hier am... Eine umgekippte Statue. Hm. Bist du hier im Wasser lang gelaufen? Ja. Ist eine umgekippte Statue? Ich dachte erst gerade, das wäre ein Riesennilpferd oder so. Oh, da ist eine Hülle. Ja, ja, genau. Und da wollte ich jetzt rein, aber ich dachte mir, ich warte noch kurz auf dich. Das ist sehr nett von dir. Ich habe so meine netten Anwandlungen. Ab und an. Hm. Ja, hier ist jetzt dann dieser Durchgang ins Hochland. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Eingang auf der anderen Seite sich befindet. Jetzt ist er zu dir rübergegangen. Hm. Hier kommen wir ja schon mal höher. Ja, ja, genau, das ist es. Ich dachte mir, bevor wir wieder irgendwelche wahnsinnigen Kletteraktionen starten. Ey! Ich verfolg dich. Verfick dich, Mann. Ich bin hier nackt, ich kämpfe nicht. Sehe ich voll nicht ein. Weil hier ist auch so eine Säule, eine einzelne. Oder geht's da weiter? Dass sie uns den Weg zeigt. Nein. Hey, geh weg, du Kackhirsch. Ich bin nackt. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Das ist pervers. Ich habe hier gerade einen Bär, der Stress will. Ach so. Oh, mach mal. Sieht gut aus. Du wirst jetzt zerhackt, Bär. Ich habe einen Braunbärkopf bekommen. So, du kletterst da schon. Oh, hier ist Eisen. Das muss man sich merken, damit man extra hierher kommt, um das Eisen abzubauen. Da unten ist noch mehr Eisen. So, das soll wirklich der Turm sein? Wie soll man da weiterkommen? Hm. Wenn wir zur Brücke kommen würden, wäre schon gut. Hm. Vielleicht hier so und dann langsam auf die Brücke fallen, so. Whee, yip. Oder da vorne so. Sollte ich es wagen? Mit dem nackten Oberkörper! Oh! Oh! Ja, Katze. Ich wollte gerade sagen, mit dem nackten Körper da immer so klettern, ist ganz schön kalt. Boah, Alter. Wo ist denn die Brücke? Oh, schade, hier ist auch kein Eingang auf der Seite. Hm. Hm, du sagst es. Es ist auf jeden Fall die Zuflucht des Priesterkönigs. Also mir wurde noch nichts angezeigt. Okay. Vom Namen her, oder? Ich zoome mal. Doch, wurde schon, Entschuldigung. Ich könnte springen, ich könnte auch daneben springen. Oh, hallo Hirsch. Ja, das ist ein Pädophiler, der hat mich verfolgt. Du bist noch ein Kind? Wer ist ein Kind? Der Hirsch? Nein, du. Weil du sagtest, der Hirsch ist ein Pädophil. Ah, Entschuldigung. Ja, ja, nee, nee. Das mach ich. Nee, ich, ey. Oh, was war das denn für eine Kackaktion gerade? Lässt er einfach los. Ich habe doch Handschuhe an. Das hat doch Grip. Mama mia. Ja, kommst du nicht hoch, oder was? Deine Eselmutter. Geh da hoch, du! So, manchmal klettert er nicht so, wie man möchte. Und ich wette mit dir, wir stellen uns total blöd an und dieser Eingang in diese Zuflucht ist total simpel. Ja, das...
Und unsere Zuschauer kringeln sich gerade vor Lachen, dass wir hier so dumm rumklettern. Das sowieso. Hui. Nein, das Tor ist zu! Nein! Das Tor ist zu! Auf der Brücke ist doof. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da muss man noch weiter hoch. Also ich habe gedacht, hier vielleicht bei der Brücke ist der Eingang. Pustekuchen. Hier ist nichts. Umsonst geklettert. Umsonst mein Leben hier in Gefahr gebracht. Du wirst hier nackt von Hirschen verfolgt. Upsala, jetzt hänge ich hier. So, auf dem Turm. Kletter jetzt, ja, ich kletter da jetzt einfach ganz hoch. Ja, das habe ich jetzt auch vor. Nach dieser herben Enttäuschung hier. Weiß bloß nicht, ob der Weg, den ich hier habe, der klügste ist. Das hört sich nicht gut an, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Oh, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Und ich bin im Objekt. Ich hoffe, du hast einen besseren Weg als ich. Meiner ist ganz schön scheiße hier. Oh. Auch ziemlich dumm. Ah, ich muss noch was trinken. Dann machen wir doch mal. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht mehr runter eigentlich. Ich auch nicht. Ach, jetzt, weil da so eine Kante ist, ja, kannst du die Kante nicht klettern. Ey, du bist manchmal so ein Barbar. Also echt. Ich meine, es ist eine schöne Aussicht von hier oben, aber. Oh nein, jetzt ist da. Oh nö. Oh, da hinten in der Ferne sehe ich einen Turm. Schön. Ich sehe Schnee. Weißt du, was das Problem ist? Ja. Ich müsste über Kopf klettern. Über Kopf klettern? Ja, das wird nichts. Nee, ich Gott sei Dank nicht, aber ich komme über so ein Uckelidi komme ich nicht vorbei, doch jetzt mit Hüpfen. Ah! Halt dich fest, du Dumme. Das wird knapp, du kleines Arschloch. Nee, da komme ich auf jeden Fall nicht. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit über Kopf klettern. Hm. Das Problem habe ich jetzt aber auch. Du bist, glaube ich, genau auf der anderen Seite. Wahrscheinlich. Okay, irgendwie finden wir hier keinen Eingang und wenn wir noch höher klettern, finden wir, glaube ich, auch keinen Eingang. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Oh, ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe es irgendwie geschafft. Cool. Da war auch ein Teil und... Ist da oben was Interessantes? Mach schöne Bilder von da oben. Also ist der Turm der Langeweile. Hier ist nichts. Nichts. Na toll. Jetzt bin ich hier oben für nichts, Katze. Für nichts. Für die Aussicht. Yay. Oh, ich zieh mir noch kurz was an. Guck, bin ich auf dem Schwengel. Das mag ich nicht. So. Okay. Oh, nicht in dieser Ansicht laufen. Ja, da kriegst du ein paar schöne Bilder raus hier. Die eine Brücke hat einen Wasserfall. Ach, warte, das ist... Das ist ein Aquädukt. Das ist ein Aquädukt. Ja, das ist keine Brücke, wo wir gelaufen sind. Ich dachte immer, das wäre irgendein so Verteidigungsturm oder sowas. So, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder unten. Zieh mich an. Ja, eine interessante Kletterpartie. Aber kein Eingang. Ein Hauch enttäuschend. Ich traue mich nämlich jetzt nicht runter zu klettern. Es ist so hoch. Und hier oben ist es so neblig. So. Ei, 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 ei.
Das ist jetzt nämlich mein Problem. Ich bin hier oben und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich runterkommen soll. Man hat ja so einen Vorsatz, Übersatz hier so, ne? Das ist ein bisschen doof. Naja, willst du ewig leben? Ja. Oh, gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ja, das ist halt hier hoch hier. Das ist konzentriertes Unterspringen. Halt dich fest, Heinrich. Es wird immer höher. Nicht mit Abstand nehmen. Das Wasser ist merkwürdig grün. Nicht ab. Und. Das amüsiert mich.